Du hast nicht nur das Geld verloren und deine Tracht Prügel gekriegt, sondern Kelly da auch noch mit hineingezogen. Entschuldige, aber das hat sich so ergeben. Trotzdem war sie dort und sie könnte jetzt tot sein. Ich hatte nicht erwartet, dass sie dort auftaucht. Was ich nicht verstehe, ist, dass du so einen Betrag einsetzt, obwohl du die Typen noch nie im Leben gesehen hast. Weil du das Spiel nicht kennst, mein Lieber, sonst wäre dir das klar. Es ist nicht nötig, miteinander befreundet zu sein. Wie viel hast du verloren? Nichts, ich habe gewonnen. Die Kerle haben mich verprügelt und das Geld gestohlen. Egal, wie das geschehen ist, um welche Summe geht es, wie hoch ist sie? Ich will nichts mehr davon wissen und auch nichts mehr davon hören. Ein Vermögen, ha? Ja, du sagst es. Bilde dir ja nicht ein, die Sache wäre erledigt. Guten Morgen. Hallo, Schatz. Hi. Hat Dylan dir erzählt, wie begeistert Eden von seiner Arbeit auf der Bohrinsel war? Oh, er hatte ausnahmsweise Erfolg. Das hat er nicht mal erwähnt. Ich hätte es dir später gesagt. Eden war von seiner Arbeit sehr beeindruckt. Sie hat mir später gesagt, dass sie alles tun würde, um die Sache durchzusetzen. Oh. Toll, nicht? Ja. Das Tollste weit und breit bist du, Kelly. Und falls er wirklich erfolgreich war, verdankte das sicherlich nur dir. Oh, was soll denn das? Kommen Sie, um das Familiensilber zu stehlen, Kirk? Kirk und ich ziehen gerade ein. Wir werden hier wohnen. Den Teufel werdet ihr. Du hast mir gar nicht gesagt, dass du verkaufen willst. Das werde ich aber. Aber wieso denn? Weil ich hier nicht mehr länger leben kann. Lass dir bitte gesagt sein, dass Kirk zur Familie gehört. Und wenn dir das nicht gefällt, steht es dir frei, auszuziehen. Ich wünschte, das wäre so einfach, Eden. Aber bedauerlicherweise muss ich die Interessen der Familie vertreten, sowohl beruflich als auch privat. Ich mach das schon. Ja, natürlich. Es fragt sich nur, wie. Es würde alles besser funktionieren, wenn du mir nicht dauernd die Luft abdrehen würdest. Wenn du Erfolge erwartest, dann misch dich nicht ein. Wir sollten doch wirklich versuchen, uns wie Erwachsene zu benehmen, okay? Mason. Eden sorgt sich unentwegt um Sissi, seit jemand versucht hat, ihn zu ermorden. Und sie will natürlich bei ihm sein. Damit sie es nochmal versuchen kann. Was soll das heißen, Mason? Das war wohl zu subtil für sie, Kirk. Hör auf damit, Mason! Ein Geheimnis ist es nicht, dass Eden davon gesprochen hat, Dads Qualen zu beenden. Da wäre es naheliegend zu glauben, dass sie es zumindest versucht hat. Halt deinen Mund! Jetzt reiß dich doch zusammen. Sonst begibst du dich auf sein Niveau. Ich bin nicht bereit, ihnen zu glauben. Sie haben sich noch nie viel um Eden gekümmert. Ich lege Wert darauf, dass sie endlich wieder zur Ruhe kommt und sie hacken auf ihr herum und machen ihr das Leben schwer. Eines rate ich Ihnen. Lassen Sie Eden jetzt eine Weile in Frieden. Als dieser Anschlag verübt wurde, war sie überhaupt nicht hier. Und das weiß jeder. Jeder weiß das. Lass ihn. Ignoriere ihn einfach. Sie hat recht. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Hör auf mich und sei vorsichtig, Eden. Er wird dich womöglich in eine Vitrine stellen und außer ihm darf dich keiner besichtigen. Ich will nur verhindern, dass sie sie beeinflussen. Ach, wirklich? Sonst wollen Sie nichts, Kirk? Fein, ich gratuliere Ihnen. Sie werden für Ihre Verdienste einen Orden bekommen. Wir werden heute Abend darauf anstoßen, Kirk. Ja, ich weiß, ich sehe aus wie das Monster aus der blauen Lagune. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Sag mal, warum bist du hergekommen? Das hast du doch wohl nicht vergessen. Wovon sprichst du? Bruce, du hast mich hergebeten, damit ich Eden beim Dekorieren helfe. Ach ja, das war heute, nicht wahr? Ehrlich gesagt, Santana, das habe ich vollkommen vergessen. Wir haben uns schon vor 3 Wochen verabredet. Daran wird es liegen. Ich habe dich nicht erreichen können, weder gestern noch heute Morgen. Wenn ich gewusst hätte, dass du das warst, wäre ich rangegangen. Du hättest wenigstens den Anrufbeantworter einschalten können. Ja, da hast du recht. Bitte entschuldige, Santana. Ich fühle mich zurzeit nicht sehr wohl. Mhm. Ich bin ein paar Tage nicht zur Arbeit gewesen. Mir ging es nicht sehr gut. Ich hatte keine Lust zum Telefonieren. Ich wollte einfach nicht. Kriegst du nicht großen Ärger mit deinem Chef, wenn du nicht arbeitest? Nein, er hat mir das vorgeschlagen, ja. Er hat gemerkt, dass ich mich nicht sehr gut fühle und dann dafür gesorgt, dass ich einige Tage frei nehme. Weißt du, ich werde nie verstehen, was da passiert ist. Eine Menge Leute fragen sich, was Eden dazu gebracht hat, Kirk zu heiraten. Ich verstehe das auch nicht. Es ist mir ein Rätsel. Aber um auf deinen Besuch zurückzukommen, da ich das Haus verkaufen werde, brauche ich wohl auch keine neue Einrichtung mehr.
Ist das nicht etwas voreilig, Cruz? Bitte, Santana. Tu mir einen Gefallen. Versuche jetzt bitte nicht, aus dieser Situation Kapital zu schaffen. Schon gut, entschuldige bitte. Aber da ich hierher gekommen bin, um zu arbeiten, könnte ich dir was zu essen machen. Daraus erwächst dir natürlich keinerlei Verpflichtung. Naja, wenn der Lunch gut ist. Was denn sonst? Und du hast nichts weiter zu tun. Es sei denn, du willst zusehen. Nicht schlecht. Ob diese Kerle aufrichtig sind, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich werde es heute Abend wissen. Wollen Sie investieren? Möglicherweise, ja, wer möchte. Ich weiß nicht, ob Leute, die sich auf Anzeigen melden, vertrauenswürdig sind. Da wäre es. Wieso nicht? Der Kerl hat gesagt, dass er seine Wertpapiere investieren würde, wenn ihm das Geschäft zusagt. Ah, und jetzt, wo du alles verloren hast, glaubst du, du finanzierst das ganze Projekt durch eine einfache Anzeige, ha? Ich könnte auch in der Lotterie gewinnen. Ich habe Lose, seht ihr? Lotterielose? Ich glaube das einfach nicht. Ich bitte dich, Nick, das macht doch Spaß. Du musst nur an Aladins Wunderlampe denken, das ist alles. Ja, die könnte für das Geschäft nötig sein. Dylan, wie geht's deiner Lippe? Ist alles okay? Alles in Ordnung. Das hat mir sehr leid getan. Du sollst ihn nicht bemitleiden, weil er sich das selbst zuzuschreiben hat. Er hat Prügel verdient. Ich sehe, dass mein Bruder Nick nicht gerade in guter Stimmung ist, oder? Kann man so nicht sagen. Über das Thema Glück kann man mit dir auch nicht reden. Das Ding ist eine totale Niete. Hast du mehr Erfolg? Knackst du gleich den Jackpot? Nein, leider nicht. Ich habe auch kein Glück. Lasst euch nicht entmutigen, Leute. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lacht immer wieder neues Glück. Die Möglichkeiten, dich zum Narren zu machen, sind so unbegrenzt, dass es unvorstellbar ist, dass du jemals eine verpasst. Ich sehe das nicht so eng, Nick. Denkt ihr, ich kann so zu Eden gehen? Natürlich, wieso nicht? Dann gehen wir. Dylan, ich wäre dir dankbar, wenn du mir einen Gefallen tun würdest und vorgehst. Ich schlage vor, dass wir dich in einer halben Stunde in Bass Restaurant treffen und von dort aus zu Eden gehen. Ja. Ihr wollt anscheinend allein sein. Ja, das siehst du ganz richtig. Weißt du was, Nick? Dass du so sarkastisch bist, ist sehr bedauerlich für dich. Weil du auf diese Art niemals glücklich sein wirst. Wiedersehen. Warum willst du, dass er vorgeht? Was ist los? Kelly, ich finde es nicht gut, dass wir eine Ewigkeit nicht alleine waren. Ständig ist jemand da. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ich weiß, es ist ziemlich hektisch gewesen. Eben. Also verschwenden wir unsere kostbare Zeit nicht. Nun, was hältst du davon? Das Zimmer ist schön, nur eins stört mich, dass die Betten... Was stört dich? ...auseinanderstehen. Weißt du, ich hätte geglaubt, dass das bequemer für uns wäre. Ich schlafe immer sehr unruhig. Ich dachte, das würde dich stören. Ja, aber nicht so sehr, dass wir zwei Betten brauchen. Was sollen denn die Leute von uns denken? Was für Leute? Ich meine, das ist mein Haus und kein Hotel. Aber es gibt hier Dienstboten und Mason wohnt auch hier. Der bemerkt doch alles. Das führt zu Peinlichkeiten, Eden. Was wird man von uns denken? Was wird man von mir denken? Ist dir gut. Wenn du meinst, schieben wir die Betten zusammen. Eden, jetzt pass mal auf. Was ist los? Ich glaube, es war ein Fehler, hier einzuziehen. Wieso denn? Aus verschiedenen Gründen, auch wegen Mason. Er wird sich garantiert etwas einfallen lassen, was dir das Leben verleidet. Wir müssen versuchen, ihn loszuwerden. Wie denn hinauswerfen? Dein Vater wäre froh, nicht wahr? Mein Vater wäre ganz sicher mehr als froh. Liebling, zerbrich dir bitte nicht länger den Kopf darüber. Ich versuche es, das weißt du. Ja, mein Schatz. Ich bin der Meinung, dass wir deinem Vater diesen Wunsch erfüllen sollten. Ja, Mason hat zu verschwinden, das ist klar. Und eins ist sicher. Seine Tage sind gezählt. Hat sich sein Zustand inzwischen verändert? Nein, leider nicht, Mr. Capwell. Könnte ich vielleicht ein paar Minuten mit ihm allein bleiben? Aber sicher. Ich werde hier draußen im Gang auf Sie warten. Danke. Tja, das hätte wohl auch niemand gedacht, dass der alte Herr eines Tages ein so schreckliches Ende finden würde. Ich wollte es dir verschweigen, Dad, aber ich schätze, dass ich Eden in erhebliche Schwierigkeiten gebracht hat. Sie Mann genommen, der sie nicht liebt. Ich glaube, dass er sie irgendwie in der Hand hat und benutzt und dass sie ihm ausgeliefert ist. Ich weiß, du würdest mich... Oh, Eden, ich habe gerade von dir gesprochen.
Ich kann ja später wieder. Oh, nein, 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 nein. Wieso denn? Bleib nur hier. Wir haben uns in der letzten Zeit kaum gesehen. Du bist jetzt immer so viel unterwegs und kein Mensch weiß, was du eigentlich machst. Das geht auch niemanden etwas an und ganz besonders dich nicht. Ich finde, das geht mich schon etwas an. Und ich habe Verschiedenes mit dir zu besprechen, Eden. Ich bin nicht interessiert. Das dachte ich mir. Aber du könntest mir ein paar Fragen beantworten. Da ist so einiges, das ich wissen möchte. Nicht nur ich bin über deine Blitzhochzeit mit Kirk sehr verwundert, das hat keiner verstanden. Ihr verschickt keine Anzeigen, ladet niemanden ein, fahrt nicht in die Flitterwochen. Und dass zwei frisch Verheiratete keine Lust verspüren, allein zu leben und keinerlei Wert auf Privates legen, das verstehe ich nicht. Halt dich da raus, das ist meine Sache, weißt du, man macht sich inzwischen bereits darüber Gedanken, ob du Kirk heiraten musstest, Eden. Bist du ganz sicher nicht schwanger? Ja, ich bin vollkommen sicher. Na, wenigstens etwas. So bewahrst du die Familie vor Schaden. Es ist auch auffällig, dass du mit Kirk nicht ebenso umspringst wie mit Cruz. Trotzdem wart ihr das schönste Paar, das ich je gesehen habe. Ich dachte, dass etwas Geschäftliches anliegt, das du klären wolltest. Wenn dem nicht so ist, solltest du dich kurz fassen. Das ist sehr wichtig, Eden. Cruz ist verschwunden aus deinem Leben und dieser wandelnde Garderobenständer soll ihn ersetzen. Ich frage mich, warum? Ist Kirk leichter zu kommandieren als Cruz oder woran liegt es? Es wäre auch möglich, dass du Cruz eine Lektion erteilen wolltest, indem du ihn verlassen und sofort darauf Kirk geheiratet hast. Das wäre aber eine ziemlich teure Lektion, finde ich. Es reicht jetzt wirklich. Eden, ich habe noch eine Hypothese. Möglicherweise hat Kirk dich gezwungen, ihn zu heiraten. Vielleicht weiß er etwas von dir und hat gedroht, es Cruz zu erzählen. Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Mordversuch an Dad. Habe ich ins Schwarze getroffen? Ich bitte dich, Mason. Lass mich in Ruhe. Also, Santana, ich habe zwar nicht die geringste Ahnung, was du da brutzelst, aber es duftet bereits fantastisch. Mexikanisches Hühnchen soll das werden, mit einer kleinen Prise Kümmel. Euch teuflisch gut, ich bekomme einen Riesenappetit. Deine Mutter hat das gern gemacht. Ich habe sie irgendwann mal nach dem Rezept gefragt. Oh ja, richtig, ich erinnere mich. Ich weiß, dass wir das oft gegessen haben. Essen war in letzter Zeit für mich nicht wichtig. Nimmst du einen freundschaftlichen Rat an? Von dir immer. Weißt du, ich glaubte, als Channing starb, ich würde das nie verwinden. Alles war völlig sinnlos geworden. Tja, ich erinnere mich. Aber du siehst, dass Wunden heilen. Nichts ist ewig, alles verändert sich. Ich finde wirklich, du solltest das Haus nicht so schnell verkaufen. Würdest du es nicht tun? Nein. Du siehst die Dinge im Moment etwas zu eng und ich fürchte, das führt zu Fehlentscheidungen, Cruz. So einen Besitz gibt man einfach nicht auf. Ich denke, du wärst wirklich gut beraten, ihn noch eine Weile zu behalten. Ehrlich gesagt käme ich auch gern mal mit Brandon her. Dann werde ich das noch einmal überschlafen. Wie hat sich deine Beziehung zu Brandon entwickelt? Es ist wundervoll, ihn bei mir zu haben. Das kann ich mir vorstellen. Wie lange darfst du ihn denn noch behalten? Das weiß ich noch nicht. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich ihn niemals wieder hergeben. Ich weiß. Wo ist er jetzt? Bei Rosa? Ja. In ein paar Stunden werde ich ihn abholen. Ich hoffe, du weißt, dass du ihn immer mitbringen kannst. Ich freue mich über euren Besuch. Und außerdem habt ihr den Strand vor der Tür. Danke. Das ist sehr lieb von dir. Und ich bin sicher, dass Brandon ganz begeistert sein wird. So, den Deckel drauf. Noch ein paar Minuten und dann können wir essen. Wir sollten vielleicht in der Zwischenzeit etwas Sinnvolles tun. Was hältst du davon? Okay, was schwebt dir vor? Dein seelisches Gleichgewicht werde ich wiederherstellen. Zuerst wollte ich dir die Haare schneiden. Nun, gefällt er dir? Ich habe ihn herbringen lassen. Ja, der ist wirklich wunderschön. Ich wusste ja gar nicht, dass der geliefert wird. Wer hat sich das wieder einfallen lassen? Das war Kirks Idee. Und Kirk hat ihn besorgt. Können Sie Tannenbäume etwa nicht leiden? Das wusste ich nicht. Tannenbäume schon, aber wenn, dann eine Blautanne und nicht so eine, die das ganze Zimmer ausfüllt. Das konnte ich nicht wissen. Ja, offensichtlich wissen Sie verschiedene Dinge nicht. Mason, was macht das schon aus? Der Baum ist wunderschön. Dir macht es nichts aus, aber mir. Ich will euch die Freude nicht verderben. Ich tausche ihn. Nein, 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 lass dich nicht provozieren. Er will dich bloß ärgern. Natürlich will ich ihn ärgern. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Oh,
Oh, hallo, Kelly. So fleißig. Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Ich hoffe, dieses Monster kommt mir bald aus den Augen. Na, Nick, wie geht's? Gut, danke, Mason. Hallo, Eden. Hallo. Kelly erzählte mir von der Casino-Sache. Ich wollte mich bedanken. Dafür haben Sie immer noch Zeit, wenn es ein Erfolg wird. Ich versuch's. Was für ein Erfolg? Wovon redet ihr? Eden hat seinen Vorschlag für das Casino akzeptiert und das, obwohl Kirk ihn bereits abgelehnt hatte. Tut mir wirklich leid, aber ich bin der Ansicht, dass das keine gute Idee ist, aber es ist Edens Firma. Noch. Es steht allerdings in den Sternen, wie lange sie Chefin des Unternehmens bleibt. Ich wollte hier keinen Streit vom Zaun brechen, sondern bloß sagen, dass ich die Zeitungswerbung für erfolgversprechend halte. Haben Sie schon Investoren? Ich erwarte verschiedene Anrufe. Es könnte durchaus etwas daraus werden. Na toll. Dann schlage ich vor, dass wir in die Wohnung zurückfahren, damit uns die Anrufe erreichen. Der Anrufbeantworter ist vermutlich schon lange überlastet. Da hast du wahrscheinlich recht. Was meint ihr? Wollen wir uns nicht am Abend hier zum Dinner sehen? Ja, vielen Dank. Natürlich, sehr gerne. Um 7 wäre gut. Wir diskutieren anschließend die ganze Angelegenheit. Ich habe nämlich auch noch Ideen und hätte Sie gern dazu befragt. Ich auch, obwohl ich der Sache nicht viel Erfolg einräume. Oh, wieso nicht? Unter Umständen macht er das Geschäft seines Lebens. Wie heißt es doch so schön? Wer sucht, der findet. Und Dumme gibt's genug. Ich fürchte, ihr verliert euren Optimismus, wenn ihr hier bleibt. Ihr solltet gehen. Wiedersehen. Dann bis heute Abend. Bis später. Ich möchte auch etwas über diese Sache erfahren. Ich werde mit Bestimmtheit zum Dinner wieder hier sein. Wir haben dich dazu nicht eingeladen, weißt du? Ach, du meinst, das wäre erforderlich? Hast du vergessen, dass ich hier wohne? Dir hat wohl einer was in den Tee getan, Eden. Bitte sehr, der Herr. Ich hoffe, das ist recht. Ich glaube, du hast deinen Beruf verfehlt. Tatsache ist, ich habe mehrere Talente, die du alle noch nicht kennst. Oh. Gefällt es dir vielleicht nicht? Doch, der Haarschnitt ist wirklich gut. Nur dein Humor lässt etwas zu wünschen übrig. Ach, vielen Dank, das war lieb von dir. Jetzt sollte ich aber zum Grund meines Kommens zurückkehren und das Haus etwas umgestalten. Weißt du, diese Wohnung könnte wirklich ganz fantastisch aussehen. Ich will nichts daran verdienen. Du deckst nur meine Kosten. Diese Wohnung scheint dich ja wirklich zu reizen. Wahnsinnig. Ich werde heute noch hier anfangen, egal was du sagst. Aber zuerst hole ich Brandon. Wenn ich zurückkomme, lasse ich mir für dieses Zimmer etwas ganz Besonderes einfallen. Na gut, meinetwegen, Santana. Tu, was du nicht lassen kannst. Es wird dir bestimmt gefallen. Das verspreche ich. Nein, ich benötige keine weitere Geburtsurkunde. Ich habe ja eine, wie Sie sehen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie noch andere Aufzeichnungen über meine Geburt haben. Heben Sie die so lange auf? Sowas wird bei uns nicht weggeworfen. Und was ist, wenn ich adoptiert worden bin? Gibt es darüber Aufzeichnungen? Ja, Voraussetzung ist allerdings, dass eine staatliche Stelle die Adoption abgewickelt hat. Aha. Was geht sonst noch aus den Aufzeichnungen hervor? Falls es bei der Geburt Komplikationen gegeben hat, wissen wir das auch. Wissen Sie auch noch, welcher Arzt der Geburtshelfer war? Natürlich. Na, fantastisch. Dann hätte ich gern die ganze Akte gesehen. Alles, was Sie über mich haben, wäre das möglich? Aber sicher. Wenn Sie sich entsprechend ausweisen, sehe ich da keine Probleme, aber ich bin nicht dafür zuständig. Mrs. Cordell ist in diesem Fall die Ansprechperson. Und wo finden wir sie? Warten Sie, ich sehe nach, ob sie frei ist. Danke. Ja, danke. Das ist nett von Ihnen. Scheint viel einfacher zu werden, als ich dachte. Hoffentlich. Sie hat Zeit für Sie. Gehen Sie bitte hin. Ja. Ja, danke. Das ist Mrs. Cordell, Mr. und Mrs. Barnaby Wallace. Oh, bitte entschuldigen Sie, das war ungeschickt von mir. Das macht doch nichts. Darf ich Ihnen helfen? Nein, danke. Na gut. Tja. Also, die Schwester sagte mir, Sie wollten irgendwelche Aufzeichnungen sehen. Ja, ich bin hier zur Welt gekommen und ich möchte die Unterlagen darüber einsehen. Oder muss ich Sie enttäuschen? Das wird nicht möglich sein. Verstehe ich nicht. Ihre Kollegin sagte, das wäre kein Problem. Mag sein, aber sie ist neu bei uns. Sie weiß das noch nicht so genau. Warum soll das nicht gehen? Es handelt sich doch um meine Aufzeichnungen, oder? Eigentlich schon, aber ich meine nur, das Krankenhaus hat Anspruch darauf. Dann möchte ich den Direktor sprechen. Wo kann ich ihn finden? Hören Sie, Mr. Wallace, ich bin sicher, es wäre in Ihrem Fall möglich, eine Ausnahme zu machen, vorausgesetzt, die Akten existieren noch. Aber, zuvor füllen Sie noch ein Formular aus. Das ist im Grunde nichts als eine Formsache. Ich brauche das als Beleg für die Unterlagen. Oh, ja, gern. Bitte sehr. Danke. Bitte mit Tinte und deutlich. Alles klar. Wollen Sie nicht nach draußen gehen? Wahrscheinlich ist das bequemer. Die Schwester sagt mir, wenn Sie soweit sind. In Ordnung, tausend Dank.
Hallo? Hier ist Mathilda Cordell, Krankenhausverwaltung. Weil es nun wirklich passiert ist. Barnaby Wallace und seine Frau sind soeben in meinem Büro gewesen. Er verlangt Einsicht in seine Papiere. Hören Sie, ich arbeite hier seit Jahren. Und inzwischen habe ich eine Position, die ich nicht aufs Spiel setze. Verstehen Sie? Ja, ich kann auch Sie verstehen, aber Ich will es sehr gerne versuchen. Aber ich muss Ihnen sagen, Mrs. Lockridge, ich bedauere, dass ich mich dazu habe hinreißen lassen. Ach, Kelly, wo ist eigentlich der Baum geblieben? Ah, der Baum? Der steht im Wohnzimmer. Und ich weiß, er gefällt dir nur deswegen nicht, weil Kirk ihn organisiert hat. Das hat mir Eden erzählt. Das war auch ziemlich unverschämt von ihm, würde ich sagen. Ich meine, die beiden heiraten Montag, am Dienstag zieht er hier ein und Mittwoch verändert er schon alles. Ich warte nur darauf, dass er meine Krawatten aussucht. Willst du den armen Jungen nicht in Frieden lassen, Mason? Wieso? Soll ich zusehen, wie der Knabe alles an sich reißt? Die Firma, wichtige Entscheidungen... Und irgendwann unser Leben bestimmt. Du hast wohl zu keinem Vertrauen, nicht wahr? Und du bist zu vertrauensselig und zu naiv. Wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Du bist die Einzige, die mich hier richtig einzuschätzen weiß. Es ist schön, das zu wissen. Ich werde jetzt essen gehen. Ach, was ich noch sagen wollte, ich hatte den Eindruck, dass du mit einem sehr unternehmungslustigen jungen Mann zu tun hast. Ich gratuliere. Oh, vielen Dank. Nick ist fleißig und wird einiges erreichen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich habe nicht von Nick geredet, sondern von Dylan. Dylan? Nur damit du Bescheid weißt, ich habe nicht das Geringste mit Dylan. Nein? Bist du sicher? Am besten kehrst du vor deiner eigenen Tür. Weißt du, ich überlege, ob ich gut beraten wäre, in das Geschäft, das Dylan vorhat, einzusteigen. Dann könnte ich die Sache leichter einschätzen. Es ist schade, dass du weiter nichts hast, um dich zu beschäftigen. Tja... Und das nur, weil du und Ted mir keine Chance geben wollt. Und solange das so ist, habe ich weiter nichts zu tun, verstehst du? Kam das aus Daddys Zimmer? Hörte sich so an. Geh da weg, Eden! Lass ihn in Ruhe! Was denkst du denn? Was hast du hier zu suchen? Ich hörte ein Geräusch und wollte wissen, was passiert ist. Hast du es nicht vielleicht verursacht? Mason, da, die Vase ist runtergefallen. Was sollte es auch sonst gewesen sein? Mason hat wie so oft eine blühende Fantasie. Ich verstehe nicht, wie sie vom Tisch runterfallen konnte. Wo ist denn die Krankenschwester? Schwester! Wo zum Teufel waren Sie? Tut mir leid, Mr. Capwell. Ich war an der Hintertür und habe Medikamente entgegengenommen. Ich bitte Sie, meinen Vater nicht mehr allein zu lassen. Wie konnte diese Vase nur runterfallen? Sie ist von der Tischkante gefallen. Wirklich? Eigenartig. Ja, das finden wir auch. Würden Sie bitte die Scherben beseitigen? Selbstverständlich. Ach, Daddy, wenn er endlich aufwachen würde, hätten wir wieder Ruhe in der Familie und alles wäre wie früher. Besonders, weil wir uns ja auch früher immer so gut verstanden haben, nicht wahr, Eden? Du würdest dich doch auch freuen, wenn er aufwachen würde. Oder irre ich mich da? Juhu, Nick. Hey, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Schau, was ich hier habe. Du hast gesagt, es würde nicht funktionieren. Hier habe ich $1000. Na gut, du hast gewonnen. Du hattest Glück. Mensch, Nick, das ist ein gutes Omen. Ab sofort wird alles klappen. Und vor allen Dingen diese Casino-Sache. Wieso gibst du das mir? Das soll eine Anzahlung sein auf die Summe, die ich dir noch schuldig bin. Nein, Dylan. Das ist für das Casino. Offensichtlich ist dir das Glück, momentan gewogen. Hör zu. Was ich will, ist, dass du das zur Seite legst und dafür einen Ring kaufst. Und zwar für eine ganz besondere Lady. Ich dachte dabei an Kelly. Einen Verlobungsring? Ja, so nennt man das für gewöhnlich. Erst fragst du sie, ob sie dich heiratet, sie sagt ja, und dann gibst du ihr den Ring. Und weil er für Kelly ist, muss es ein sehr schöner Ring sein, kein Bild. Dazu braucht man ja eine Ewigkeit. Hast du alles? Ja, ich bin fertig. Okay, also dann, gehen wir. Endlich. Herein. Na gut, komm.
Die Schwester war nicht mehr da und deshalb habe ich das selbst ausgefüllt. Hier ist es. Danke. Ja, dann werde ich Ihren Antrag gleich bearbeiten. Ah, das jetzt auch noch? Sie sagten doch, ich hätte das nur auszufüllen. Oh nein, das muss jetzt erstmal den üblichen Behördengang gehen. Wissen Sie, wie lange das dauern kann? Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Sie sollten Geduld mitbringen. Aber ich werde dafür sorgen, dass man es schnellstmöglich bearbeitet. Tja, tut mir leid, Sie werden mich entschuldigen müssen, aber ich habe jetzt eine Besprechung. Und wann wissen Sie frühestens etwas Genaueres? Wenn es sehr schnell geht, dauert es eine Stunde. Na gut, wir warten. Ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Was willst du, Mason? Habt ihr etwas Zeit für mich? Bitte kommen Sie rein. Danke. Wir wollen uns neu einrichten und außerdem renovieren. Ja, dann wird es sicher sehr gemütlich sein. Gerade habe ich was Neues gehört. Ich dachte, das würde euch viel... Ach, Kelly, wo ist eigentlich der Baum geblieben? Ah, der Baum? Der steht im Wohnzimmer. Und ich weiß, er gefällt dir nur deswegen nicht, weil Kirk ihn organisiert hat. Das hat mir Eden erzählt. Das war auch ziemlich unverschämt von Ihnen, würde ich sagen. Ich meine, die beiden heiraten Montag. Am Dienstag zieht er hier ein und Mittwoch verändert er schon alles. Ich warte nur darauf, dass er meine Krawatten aussucht. Willst du den armen Jungen nicht in Frieden lassen, Mason? Wieso? Soll ich zusehen, wie der Knabe alles an sich reißt? Die Firma? Wichtige Entscheidungen und irgendwann unser Leben bestimmt. Du hast wohl zu keinem Vertrauen, nicht wahr? Und du bist zu vertrauensselig und zu naiv. Wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Du bist die Einzige, die mich hier richtig einzuschätzen weiß. Es ist schön, das zu wissen. Ich werde jetzt essen gehen. Ach, was ich noch sagen wollte, ich hatte den Eindruck, dass du mit einem sehr unternehmungslustigen jungen Mann zu tun hast. Ich gratuliere. Oh, vielen Dank. Nick ist fleißig und wird einiges erreichen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich habe nicht von Nick geredet, sondern von Dylan. Dylan? Nur damit du Bescheid weißt, ich habe nicht das Geringste mit Dylan. Nein? Bist du sicher? Am besten kehrst du vor deiner eigenen Tür. Weißt du, ich überlege, ob ich gut beraten wäre, in das Geschäft, das Dylan vorhat, einzusteigen. Dann könnte ich die Sache leichter einschätzen. Es ist schade, dass du weiter nichts hast, um dich zu beschäftigen. Tja. Und das nur, weil du und Ted mir keine Chance geben wollt. Und solange das so ist, habe ich weiter nichts zu tun, verstehst du? Kam das aus Daddys Zimmer? Hörte sich so an. Geh da weg, Eden! Lass ihn in Ruhe! Was denkst du denn? Was hast du hier zu suchen? Ich hörte ein Geräusch und wollte wissen, was passiert ist. Hast du es nicht vielleicht verursacht? Mason, da, die Vase ist runtergefallen. Was sollte es auch sonst gewesen sein? Mason hat wie so oft eine blühende Fantasie. Ich verstehe nicht, wie sie vom Tisch runterfallen konnte. Wo ist denn die Krankenschwester? Schwester! Wo zum Teufel waren Sie? Tut mir leid, Mr. Capwell. Ich war an der Hintertür und habe Medikamente entgegengenommen. Ich bitte Sie, meinen Vater nicht mehr allein zu lassen. Wie konnte diese Vase nur runterfallen? Sie ist von der Tischkante gefallen. Wirklich? Eigenartig. Ja, das finden wir auch. Würden Sie bitte die Scherben beseitigen? Selbstverständlich. Ach, Daddy, wenn er endlich aufwachen würde, hätten wir wieder Ruhe in der Familie und alles wäre wie früher. Besonders, weil wir uns ja auch früher immer so gut verstanden haben, nicht wahr, Eden? Du würdest dich doch auch freuen, wenn er aufwachen würde. Oder irre ich mich da? Juhu, Nick. Hey, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Schau, was ich hier habe. Du hast gesagt, es würde nicht funktionieren. Hier habe ich $1,000. Na gut, du hast gewonnen. Du hattest Glück. Mensch, Nick, das ist ein gutes Omen. Ab sofort wird alles klappen. Und vor allen Dingen diese Casino-Sache. Wieso gibst du das mir? Das soll eine Anzahlung sein auf die Summe, die ich dir noch schuldig bin. Nein, Dylan. Das ist für das Casino. Offensichtlich ist dir das Glück momentan gewogen. Hör zu,
Was ich will ist, dass du das zur Seite legst und dafür einen Ring kaufst, und zwar für eine ganz besondere Lady. Ich dachte dabei an Kelly. Einen Verlobungsring? Ja, so nennt man das für gewöhnlich. Erst fragst du sie, ob sie dich heiratet, sie sagt ja, und dann gibst du ihr den Ring. Und weil er für Kelly ist, muss es ein sehr schöner Ring sein, kein Billig. Dazu braucht man ja eine Ewigkeit. Hast du alles? Ja, ich bin fertig. Okay, also dann, gehen wir. Endlich. Herein. Na gut, komm. Die Schwester war nicht mehr da und deshalb habe ich das selbst ausgefüllt. Ah, hier ist es. Danke. Ja, dann werde ich Ihren Antrag gleich bearbeiten. Ah, das jetzt auch noch? Sie sagten doch, ich hätte das nur auszufüllen. Oh nein, das muss jetzt erstmal den üblichen Behördengang gehen. Wissen Sie, wie lange das dauern kann? Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Sie sollten Geduld mitbringen. Aber ich werde dafür sorgen, dass man es schnellstmöglich bearbeitet. Tja, tut mir leid, Sie werden mich entschuldigen müssen, aber ich habe jetzt eine Besprechung. Und wann wissen Sie frühestens etwas Genaueres? Wenn es sehr schnell geht, dauert es eine Stunde. Na gut, wir warten. Ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Was willst du, Mason? Habt ihr etwas Zeit für mich? Bitte kommen Sie rein. Danke. Wir wollen uns neu einrichten und außerdem renovieren. Ja, dann wird es sicher sehr gemütlich sein. Gerade habe ich was Neues gehört. Ich dachte, das würde euch vielleicht interessieren. Was denn? Tja, soweit ich gehört habe, geht Cruz demnächst wieder zum Dienst. Aber Dads Fall hat jetzt leider ein anderer unter sich. Das ist doch eine interessante Entwicklung, findet ihr nicht? Der Polizeipräsident wird wissen, was er tut. Dein Vertrauen zur Bürokratie ist wirklich rührend. Naja, ansonsten wollte ich nichts. Dann macht's gut. Du weißt doch, was das zu bedeuten hat. Das bedeutet, jemand anders untersucht jetzt die Sache und falls er etwas finden sollte, kann er das gegen mich verwenden. Du weißt, dass du ein einwandfreies Alibi hast. Dir kann wirklich nichts passieren. Ich liebe dich und ich will dich nicht verlieren. Cruz hat mich beschützt, das weißt du. Aber du brauchst seinen Schutz gar nicht. Du bist unschuldig. Und solltest du wirklich mal Schutz brauchen, dann bin ich dafür da. Ja, schön festhalten. Passt doch auf. Ja, Brandon. Ja, so ist gut. Komm, wir stellen ihn da drüben hin. Du bist mir aber eine große Hilfe, Brandon. Der ist ganz schön schwer und so klebrig. Ja, daran kannst du sehen, dass er gesund ist. So, hier stellen wir ihn hin. Ich kann's kaum erwarten, ihn zu schmücken. Das glaube ich dir gern. Ich werde erst mal dafür sorgen, dass etwas auf den Tisch kommt. Oh, ihr zwei könnt euch ja so lange um den Baum kümmern. Wie du meinst, ne? Schön, du kochst uns. Okay. Na, was hältst du davon, wenn wir uns die Arbeit teilen? Ich heb dich hoch und du kannst den Engel an der Spitze befestigen. Als erstes? Ja, sicher. Das machen wir sonst zuletzt? Dann machen wir es nachher, ist mir egal. Nein, jetzt. Siehst du, ich hab doch gesagt, wir fangen damit an. Auf geht's. Ui. Ist es so richtig? Ja. Hast du's? Ja. Oh, das hast du gut gemacht. Das sieht sehr schön aus. Jetzt fängst du an, das alles zu sortieren und ich komme dann nachher zu dir und helfe dir. Weißt du, ich habe mir überlegt, was du gesagt hast. Was denn? Ich werde es nicht tun. Ich hab's mir überlegt. Oh, das ist wundervoll. Du verkaufst es nicht? Nein, vorläufig nicht. Ja! Du freust dich, was? Zeig mal, wie weit du bist. Nein, nur ich bin da. Dann komme ich wohl besser nachher wieder. Nein, nein, er wird sofort zurückkommen. Es ist keine sehr gute Idee, Dylan, dass wir hier alleine sind. Dann habe ich eine bessere. Ich werde gehen.
Du hast Besuch. Viel Glück. Danke. Seit wann bist du hier? Erst seit ein paar Sekunden. Ich habe etwas für dich, Kelly. Das hier. Und mich. Was hältst du davon? Oh, der ist wunderschön. Ja, der ist wirklich schön. Ich danke dir. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Was ist los? Wissen Sie, ich kann an die gewünschten Unterlagen zurzeit nicht rankommen. Sie sind in einem anderen Gebäude untergebracht. Ja. Ich lasse sie mir morgen früh bringen. Mrs. Cordell, wir warten eine Stunde. Das weiß ich. Und ich bedauere das wirklich sehr. Das Personal im Archiv ist völlig überlastet. Ich weiß, wie wichtig das für Sie ist. Okay. Könnten Sie sich bitte morgen gegen Mittag noch einmal herbemühen? Ja, wir kommen. Danke. Ja, Mrs. Lockridge, hier ist nochmal Cordell. Ja, ich habe sie. Es kamen 4 Babys am selben Tag wie Barnaby Wallace auf die Welt. Ja, ich habe alle Aufzeichnungen hier. Ich werde sie ändern oder ich tausche einfach die Namen aus und bringe sie heute Abend ins Archiv zurück. Wieso? Weil Mr. Wallace und seine Frau morgen früh hier wieder erscheinen werden. Ich habe alles getan. Länger konnte ich sie nicht vertrösten. Mrs. Lockridge, Sie tun jetzt was?